Hallo und willkommen zu meinem nächsten Blender-Tutorial. Heute möchte ich euch gerne den Blender Ocean Simulator vorstellen. Und zwar gibt es den unter der Internetadresse savetheoceansim.com. Das ist ein Tool, das in der Version 2.5.6 hier neu entwickelt worden ist, programmiert worden ist, was auch immer. Und das gibt es hier als PDF-Datei runterzuladen. Die Version 2.5.6 natürlich auch. Die gibt es hier auch, dass man die Version von Blender 2.5.6 Ocean Sim runterladen kann. Hier ist die PDF-Version als Tutorial. Wenn man hier weiter runter scrollt, gibt es einige Beispiele, wie das aussehen kann und wird, und das sieht auch wirklich gut aus. Nur weiß ich nicht, ob das mit meinem Desktop-Recorder nicht allzu sehr ruckelt. Ich habe letztens ein paar Versuche gemacht und naja, es sah nicht ganz so gut aus. Deswegen werde ich nur das Tutorial machen. Das heißt, ich mache das Videotutorial und das PDF-Tutorial als Bild- und Textform könnt ihr euch dann auch noch runterladen, wenn ihr möchtet. So, ich schließe dann die Oberfläche davon. Ich gehe nochmal zurück, damit ihr das sehen könnt. Also das heißt dann hier Save the Ocean Sim. Ja, das könnt ihr euch dann runterladen. Irgendwo gibt es hier, ich weiß jetzt nicht ganz genau wo, in irgendeinem dieser Ordner hier oben gibt es also die diesen Download-Link dafür, und der sieht dann so aus. Ich schließe das mal und die Oberfläche hat sich ein bisschen verändert. Es ist eben halt dieses Bild, nicht mal dieses von Sintel, wie man das mittlerweile schon kennt. So, Blender 2.56 Beta Ocean Simulator Tool. Ich schließe das mal und naja, wie immer, die Draufsicht, ich lösche den Würfel. Jetzt fangen wir mal an. So, ich adde mir eine Plane. So, die lassen wir, wie sie ist. Gehe hier oben drauf auf mein Mesh Tool und ändere das mal um in Wasser. Dann gehe ich weiter und gehe hier auf den Modifier Button. Und wie ihr seht, ist hier was Neues zugekommen. Ocean. Ja, was ganz Neues. Ich klicke es an und ja, vergrößert sich um ein Vielfaches. Ne? Diese Plane, die skaliere ich dann auch direkt wieder kleiner, eben halt mit S.04. Dann habe ich die Größe, wie ich sie vorher hatte. Und wie ihr seht, auf der rechten Seite hat sich jetzt ein Bild, das heißt ein Fenster, geöffnet, was eben halt für diesen Ocean Simulator in diesem Modifier Fenster eben halt vorhanden ist. Da nehme ich jetzt ein paar Einstellungen vor, und zwar, ich zoome das mal ein bisschen größer, damit ihr das auch sehen könnt, und zwar unter Resolution wechsle ich mal den Wert auf 20 und ihr seht, hier wird es ganz rau. Sharpness mache ich auf 2. Die Skalierung habe ich mal ausprobiert. Man kann sie 4 machen, dann hat man ganz raues Wasser. Ich habe es mal ausprobiert. Ich nehme mal 1,7. So, dann sieht das so aus. Ne? Und wenn wir damit fertig sind, dann gehen wir hier oben in den Material-Button und suchen uns mal eine Farbe aus, eben halt, wie Wasser eben halt aussieht. So, das lasse ich jetzt mal so, wie es ist. So. Dann gehe ich hier auf den Spekular. Den ändere ich mal auf Punkt 200 und gehe hier unten auf den Mirror. Na. Dann gehe ich auf die Reflexion auf Punkt 300. Sieht man, hier ist die Reflexion drin. Ja. Und dann wären wir eigentlich hier schon mit Material durch. Dann gehen wir hier weiter auf Textur, auf Textur und New. So. Was wir hier machen müssen ist, hier ist ja der Cloud-Button, da gehen wir drauf und ist ja auch ein neuer Button dazu gekommen, und zwar hier ganz unten Ocean.
Den wählen wir jetzt mal an. Dann kriegen wir hier eine Form. Und zwar so, wie eine Struktur der Oberfläche werden würde. Ja, das sehen wir gleich. Wir gehen hier weiter auf den Modifier. Oben, da wo unser Mesh ist, den klicken wir an. Und nehmen jetzt, was wir vorhin eingetragen haben bei Wasser, und klicken das an. Dann sehen wir, hier hat sich was getan. Ne? Auf den Output-Button Displacement, den wechseln wir auf Foam. Jetzt wird es dunkel, macht nichts, kommt gleich wieder. Gehen wir hier auf diese Farbe und nehmen mal Weiß. Das soll also dann, das Weiße wird dann eben halt die Gischdünung oder was auch immer. So, jetzt sind wir eigentlich durch. Jetzt gehen wir hier hin und mit den N auf die Transforms hier oben, gehen hier runter auf Display, weiter runter. Hier steht Multitextur, die müssen wir anwählen. So, und wenn wir hier hingehen auf die Modifier Button, dann gehen wir weiter runter und hier unten steht Generate Foam. Den wählen wir auch an. So, jetzt hat sich was getan. Jetzt sieht das aus hier wie oben eine Dünung, wie eine Gischt. Ja. Ja. Also so wie also Wasser aussehen kann. Ja. Und wenn ich hier oben auf meinen Texturbutton gehe, haben wir das hier auch. Was wir nicht vergessen dürfen ist, wir gehen hier auf Mapping und schalten von Generate auf UV. Ja. So, und was ich noch gar nicht gemacht habe, ist, ich habe meine Kamera ja noch gar nicht eingestellt. Na super. Ich gehe in die Draufsicht. So, dann gehe ich mit meiner Kamera mal so händisch bis hier rüber. Gehe in die Ansicht von der Seite. GZ, mal ein bisschen runter. Ah, gehst du wohl? Oh, diese Maus. Und dann mit String O gehe ich in die Ansicht. RZ drehe ich den ganzen Kram. So, und dann schiebe ich mir den, ich mache es jetzt einfach mal ohne Erklärung, das müsste man eigentlich mittlerweile auch schon wissen, wie man was verschiebt. So, bisschen drin. Kamera anheben, GZ ein bisschen runter, so, und dann haben wir jetzt überhaupt was, ne Moment, ich renne mal durch, naja, das hat sich schon getan, ne? Vertices 65.000 zu Frames 310.000, ne? Bei dieser ganzen Struktur ist das kein Wunder. Und wie man sieht, ja, sieht doch cool aus. So, ich habe das mal gemacht, ich habe das animiert und ich habe mir das auch angesehen, also es sieht wirklich klasse aus. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so geht, wenn ich das jetzt einfach mal durchrendere und dann mal gucke. Ich versuche das noch separat zu machen bei dieser ganzen Geschichte, aber ihr könnt mir glauben, das sieht einfach geil aus. Ja, ich habe das probiert und sieht ganz toll aus. So, jetzt hole ich mir hier noch unter dem World-Button auf Textur gehen. New. Image. Hole ich mir noch eine Textur. Ja, wo ist sie denn? Schauen wir mal. Na, da haben wir meine Wolken. Ne, da sind die Wolken. So. Ne, da sind ja gar keine Wolken. So, dann hole ich mir hier noch ein Hintergrundbild schon drin, nochmal durchrendern. So, ist nichts Tolles, aber ich habe jetzt hier den Hintergrund drin, meine Wellen sind da und jetzt kommen wir zur Animation. So, um diese ganze Wellengeschichte hier ist noch ein bisschen offen, ein bisschen weiter reinziehen, ist das weg. Zu animieren und ich sage euch, es sieht wirklich super aus.
auf den Modifier-Button gehen. Dann gehen wir hier unten auf unsere Timeline. Ja. Hier steht 1. Wir gehen mit unserem Mausfall hier drauf, auf die 1. I drücken und dann wird das Ganze gelb. So. Egal wie viele Frames ihr macht, ich nehme jetzt mal 250, ich gehe hier hin und setze den letzten Keyframe bei 250. Ja, so, jetzt mache ich aber nicht hier wieder I und 1, sondern ich verändere hier den Wert auf 5, 5.0, damit hier auch der Modifier zum Wirken kommt. Ja, wird jetzt hier die Zeit der Wellenanhebung und so weiter verändert. Jetzt gehe ich hier oben drauf mit meinem Mauspfeil I. Ja, und jetzt ist der letzte Keyframe gesetzt. Ja, und zwar bei 250. Dann gehe ich hin und mache das wie gehabt. Ich gehe hier oben auf die Animation. Ja, wechsel hier auf 25 Bildern pro Sekunde. Wechsel, also ich nehme hier bei PNG nehme ich nicht. Ich nehme hier AVI-JPG. Dann gehe ich hier hin und ändere das ein bisschen kleiner, die Resolution. Und dann lasse ich das Ganze durchrendern. Wie gesagt, ich mache das noch. In diesem Video lasse ich es nicht durchrendern, weil mein Rekorder, der hakt ein bisschen und dann sieht das ruckelig aus. Und deswegen probiert das. Schaut euch das an, ob das euren Ansprüchen, also beziehungsweise euch gefällt. Also ich war überzeugt, ich muss sagen, sieht klasse aus, also beste Wellenanimation, die ich bis jetzt gesehen habe. Macht das mal, lasst das durchrendern und schaut euch das an, ich finde es klasse. Wenn ich helfen konnte, freut mich, wünsche euch was und danke fürs Zuschauen und tschüss.